Hallo ihr Lieben, ihr wundervollen Seelen. Ein warmes Willkommen hier aus Florida, wo ich mit den großen Kindern und zweier unserer Hunde gerade bin. Wir sind mehr oder weniger auf der Durchreise von Costa Rica aus den Tropen hin nach Europa. Ich hatte schon vorgeflogen mit drei unserer kleineren Kindern. Und ich kümmere mich, wie gesagt, hier um die Papiere und die Einfuhr der Tiere nach Europa, die wir gerne immer aus Costa Rica von unserer Stiftungsarbeit zur Hilfe von geretteter Tiere überleiten oder einleiten nach Europa. Ja, ihr Lieben, ich habe heute einen kleinen Impuls mitgebracht hier in meinem Soul Talk. Ich freue mich, euch hier zu sehen, auch die Leute, die live mit dabei sind. Ein warmes Willkommen. Mein Name ist Chris Katoll. Ich bin Papa von 6 Kindern, zusammen mit meiner geliebten Kathi seit fast 27 Jahren. Wir leiten eben diese Stiftung zur Tierrettung in Costa Rica, wo wir immer wieder Tiere dann von der Straße auflesen und sie aufpäppeln und ihnen versuchen, ein neues Zuhause zu geben. Gleichzeitig haben die Kathi und ich die Bewusstseinsschule der neuen Zeit gegründet, die Soulflow Academy, in der wir Tausende unserer Klienten betreuen, vor allem Familien, Mamis und Papis, in die Freiheit zu gehen. Wir arbeiten aber auch als Business-Mentoren der ersten Stunde des Internets. Wir waren die ersten Deutschen, die das gemacht haben, seit fast 15 Jahren. Wir sind Investoren in verschiedenen Gebieten, Bestselling-Buchautoren und eine Weltreisefamilie. Und ich komme gerade aus einem Klienten-Call heraus mit unseren Hochpreisklienten. Treffe ich mich immer alle 2 Wochen Montagabends, das ist so schön. Und habe aber darüber hinaus auch, es ist nur der Vibe, in dem ich hier vor euch sitze. Ja. Aber ich habe darüber hinaus eben einen klaren Impuls, den ich hier weitergeben mag. Erstmal, wir sind busy. Ja, wir starten in 2 Tagen unseren Kongress, den Erwache-Kongress. Diesmal nicht nur mit Rednern, sondern auch mit Workshops, die wir, ein Dutzend Workshops, die unsere Redner noch mit dazugeben. Es wird so schön. Ich freue mich so drauf, dass das endlich euch auch euch zeigen zu können. Aber den Impuls, den ich heute mitbringe, der hat mit ganz praktisch unserem Leben zu tun, der Reise, die ich jetzt angetreten habe mit unseren Kindern, den älteren Kindern, zum Teil erwachsene Kinder, nach Florida. Wir haben hier Mietauto uns genommen. Ja? Und vielleicht nochmal als Überschrift, bevor ich in die Story eintauche. Es geht darum, darüber zu sprechen, wie wir durch die Ausrichtung und die Entscheidung auf die höchste Energie, auf Luxus, auf Reichtum, auf das Beste, uns zu entscheiden für das Beste. Wie, auch wenn wir diese Entscheidung treffen, ohne dass es dafür Gründe geben würde, andere außer denen, dass wir sie fühlen, dass wir unterstützt werden, dass wir gesehen, unterstützt werden und dass dieser Reichtum, für den wir uns entscheiden, 10-fach zurückkommt. Und ich mache das eben an der Geschichte fest, dass wir eben hier nach Florida geflogen sind. Wir hatten ein Mietauto, das ich abholen wollte am Fort Lauderdale Airport. Das ist in Florida. Und dann habe ich aber festgestellt, als wir dann zu diesem Rental Place gefahren sind, der am Flughafen ist, und ich hatte schon so ein Gefühl, dass das nicht der richtige ist. Es gibt nochmal einen anderen Platz von Hertz, war glaube ich die Mietwagenfirma oder was, Enterprise, ich weiß nicht mehr genau. Und wir standen auf jeden Fall, waren am falschen Pickup-Location. Und die andere hätte auch zugehabt schon, es war nämlich Sonntag, dass wir angekommen sind, die hätte gar nicht offen gehabt. Also ich weiß gar nicht, wie dieses Auto überhaupt mir vermietet werden konnte von der Location aus. Ist aber auch egal, weil der Punkt war, dass ich entweder hieß es, naja, du kannst jetzt entweder ins Hotel gehen und morgen früh wiederkommen, dann kriegst du vielleicht das Auto noch. Ja, aber allerdings war ich dann echt einen Tag zu spät gewesen zum Pickup. Vielleicht hätte es geklappt. Oder du mietest ein komplett neues Auto. Und dann war so der alte Chris in mir, der sich gedacht hätte, wie, wir haben, das ist teuer für 2 Wochen, wir haben glaube ich fast 2000 Euro, dachte ich, hätten wir gezahlt für das Mietauto, das Geld ist ja weg, 2000 Euro weg, muss ich mal ein neues Auto mieten, Nerv, ja. Und früher hätte ich da viel länger rumgemacht oder gehadert. Und diesmal war das so, ich habe mir das angeguckt, irgendwie, ich habe kurz 2 Minuten Zeit gebraucht, ich war mit meinem Jaro bei dem Mietauto abholen, Benny und Ronja waren schon vorgefahren ins Hotel. Und dann habe ich kurzfristig einfach entschieden, so aus dem Bauch heraus, nee, weißt du was, egal, verlieren wir die 2000 Euro, ich hole mir einfach, wir holen uns jetzt einfach ein neues Mietauto. Und dann sind verschiedene Sachen passiert.
Zum einen sind wir ganz vorne an der Schlange gewesen, sofort. Dann habe ich herausgefunden, dass das nicht 2000 Euro waren, die wir verlieren, sondern das waren irgendwie, weiß nicht, 1200, 1300 Euro. Das war also viel weniger als gedacht. Und das neue Auto war viel günstiger als gedacht in der Miete. Und so sind wir also die reichen Lösungen gegangen, indem wir einfach irgendwie, egal, die Mietung, wir nehmen einfach das neue Mietauto, was soll's. Und ich hatte das Gefühl, erstmal hat sich das so gut und wohl angefühlt, ja, und des Weiteren, dass aber alles dann viel weniger teuer gewesen wäre, was immer das auch bedeutet, als ich so zuerst gedacht habe. Ich habe mich so bestätigt gefühlt, guck mal, dass ich jetzt einfach, ohne genau zu wissen, ohne mich einfach für diese Lösung, die Reichtum bedeutet, entschieden habe, wurde erwidert. So, dass irgendwie das Geld, das wir tatsächlich ausgegeben haben, viel weniger war, als ich gedacht hätte. Und dann hat sich das Gleiche interessanterweise nochmal wiederholt. Wir hatten uns schon ein relativ gutes Airbnb gemietet für die 2 Wochen, die wir hier sind. Allerdings, was ich nicht gemacht habe, was wir ab jetzt sofort immer anders machen werden, dass ich auch die Reviews von diesem schönen und relativ teuren Airbnb mir anschaue, weil ich habe bis jetzt einfach immer nur auf Airbnb die Fotos angeguckt. Und wenn die Fotos schön waren, ich in Resonanz war mit dem Platz, haben wir das gebucht. Und es hat bis jetzt auch immer funktioniert. Jetzt sind wir aber da angekommen in Tampa, wo unser Miethaus war, sind da ausgestiegen und das war wie in einem anderen Film. Es war ja sonntags, wie gesagt, dann war, wie man das aus so Ghetto-Filmen kennt, saßen, und ich meine das jetzt auch nicht rassistisch, es war halt so, wie es war quasi eine All-Black-Neighborhood und die saßen alle auf irgendwie durchgesessenen Couches auf der Straße und hatten laut Hip-Hop laufen aus 3 verschiedenen Richtungen rund um das Haus und es war einfach irgendwie dodgy, es war irgendwie, hat sich nicht wertvoll angefühlt und schon gar nicht nach dem Preis, den wir gezahlt haben für das Haus. Und dann war das so, dass quasi die Inneneinrichtung, alles war neu und top, neu hergerichtet, renoviert, aber es war halt in einer ganz verruchten, unteren, einkommensschichtigen Gegend in Tampa. Und dann saß man da in dem Haus, hatten viele tausend Euros gezahlt, ja. Habe ich das der Kathi erzählt, und die, aber ich fühlte auch schon, hey, dann gehen wir einfach, was soll denn das? Was will ich denn jetzt hier in der Gegend sein, wo wir uns nicht wohlfühlen, wo ich die Ronja auch nicht alleine vor die Haustür gehen lasse? Hatten aber wieder das Ding, na, wenn du einfach ohne Begründung mittendrin in deinem Rental Agreement dein Airbnb kündigst, dann ist das Geld weg. Ja. Und ich dachte auch da wieder, weißt du was, und mit der Kathi besprochen, wir haben beide gesagt, nee, das ist richtig, wir bleiben nicht hier, wir suchen uns ein richtig schönes, großes Haus, in dem wir jetzt hier übrigens sitzen gerade, ja, wo wir diesen Urlaub machen mit den Kindern zusammen. Und ich habe mir einfach was Neues gebucht und in dem Augenblick, wo ich das Neue gebucht habe, und wir haben nicht aufs Geld geguckt, wir haben uns einen schönen, schönen Platz hier, man sieht es jetzt nicht so genau, aber es ist ein schönes, das ist das Master Bedroom mit einem riesen Whirlpool da hinten. Und die Ronja ist gerade hier im Rappen draußen mit Himal unterwegs, den Hund, den wir abgeholt haben. Wir sind hier direkt ans Meer angeschlossen, es ist ein Tempa am Meer, ein wunderschönes Airbnb, das wir uns jetzt hier gemietet haben und das teuer war. Und in dem Augenblick, wo ich das gemietet habe, hat auf einmal, gut, es war auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte, weil der irgendwie, hat auch die Abluft nicht geklappt in dem alten Airbnb. Da haben die Jungs, ich mache ja Rohkost groß, hauptsächlich, aber die großen Jungs haben sich irgendwie ein Bratling gekocht und dann ging die Feueranlage an und die Feuerwehr stand vor der Tür. Ja, und dann kam nämlich die ganze Nachbarschaft zusammen und wir haben gesehen, hey, wow, das ist nicht, wir fühlen uns hier nicht wohl, ja. Und dann hat der Vermieter, eben weil er gesehen hat, naja, weil er den, da war eine Sicherung aus, ja, von der Abluftdunstabzugshaube, wie heißt das in der Küche, und dann hatte der irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen, dass die Feuerwehr da stand und die ganzen Nachbarn da reingedrückt haben und Geld und Essen haben wollen und alles und so, ja. Hat der uns einfach aus Kulanz das gesamte Geld zurückgezahlt. Dann hatten wir irgendwie 2 Nächte umsonst in dem Haus und sind jetzt in dem neuen Haus. Aber ich habe mich quasi 2-mal für den Reichtum und für das Beste entschieden auf dieser kurzen Reise hier. Und beide Male, das ist meine Deutung, sind wir belohnt worden. Ja, wir sind beschenkt worden. Es wurde, man kann sagen, irgendwie das Geld wurde weniger, was wir aufgegeben haben, oder es wurde billiger oder so, aber ich meine, es wurde uns mehr Geld geschenkt.
weil ich habe es ja gar nicht drauf angelegt. Wir hatten es drauf angelegt, vielleicht verlieren wir die tausenden Euro für das Haus und für das Mietauto. Und weil wir da so selbstverständlich waren, wurde uns das irgendwie geschenkt. Und das ist meine Inspiration oder das, was ich euch heute hier mitgebracht habe. Ich habe mich entschieden für das Höchste, das Schönste, das Beste, das Einfachste für die Familie und war bereit, und Geld hat dann keine Rolle gespielt, sondern das ist gut für uns, es fühlt sich stimmig an, wir machen das jetzt einfach. Egal, macht keinen Sinn, kostet viel Geld, wird auch billiger gehen, machen wir aber nicht. Und wir haben uns entschieden, ich habe mich entschieden für das Größte, Höchste, Beste. Und wir sind belohnt worden. Wir sind unterstützt worden. Es wurden uns Zeichen gesandt, die gesagt haben, ihr habt das genau richtig gemacht. Ja, dass ihr euch für das Beste entschieden habt. Und das mag ich euch gerne hier weitergeben. Vielleicht findest du ähnliche Situationen in deinem Leben, wo du dich die Wahl hattest und dich ohne Begründung für das Bessere und Teurere entschieden hast und dass du honoriert worden bist, auf verschiedenen Ebenen. Das muss ja auch nicht geldmäßig sein, sondern vielleicht hast du dich einfach voll richtig gut gefühlt damit. Ja? So geht mir das oft, wenn wir wirklich in 5-Sterne-Hotels gehen oder sowas. Ja? Oder als ich mit dem Privatflugzeug geflogen bin vor 3-4 Wochen. Da ist auch manchmal einfach nur das Feeling, das du hast, wenn du dir das Beste gönnst. Das so viele Folgen hat, die man auch gar nicht jetzt nur so beziffern könnte. Manchmal kann man das, oft braucht man das auch gar nicht. Ja? Wir entscheiden, danke David für deinen Kommentar und auch ihr anderen, die ich hier sehe im Livestream. Wir entscheiden uns immer für das Beste, die höchste Energie, für Werthaftigkeit. Wir sind wertvoll, wir sind keine Discount-Souls, wir sind keine Geizesgeil-Souls, wir sind pures Licht. Wir sind Diamanten, funkelnder Goldstaub. Und so verhalte ich mich auch. Und dann manifestiere ich das eben auch. Und wichtig ist hier, die Reihenfolge zu beachten. Zuerst mal verhalten wir uns so. Wir verkörpern das. Und dann zeigt sich im Außen der Beweis dafür oder die Manifestation der Entscheidung, die wir im Innen getroffen haben. Die Reihenfolge hier ist sehr, sehr wichtig. Ja, zuerst kommt die Entscheidung, und das verantwortliche Verhalten und dann kommt die Realität drumherum. Es geht immer schneller, der zeitliche Abstand wird immer kürzer und je klarer du dich entscheidest sowieso, aber es ist oft dennoch in dieser Reihenfolge zu beachten. Und das habe ich euch heute hier mitgebracht, dass ihr da mal hinspüren könnt, mal gucken könnt, wo du dich vielleicht noch deutlicher für das Beste und für eine hohe Energie entscheiden kannst. Und wenn es unter Umständen bedeutet, dir Hilfe dazu zu holen, Unterstützung, die beste Unterstützung, die können wir dir bieten. Ja, wenn du gerne Unterstützung und Begleitung haben möchtest, höchste Energie zu verkörpern, in die Sichtbarkeit zu gehen, Freiheit zu leben, dann meldest du dich bei uns oder bei mir. Oder ihr kommt zu unserem Kongress dazu, der Erwache-Kongress, der jetzt in 2 Tagen startet, da würde ich mich auch sehr freuen über ganz viel Teilnahme. Wir haben den Link dazu, ist in meiner Biografie oder wenn ihr es als Podcast hört, in den Shownotes verlinkt. Und damit ende ich. Mag mich bedanken. Schön, dass ihr mit dabei wart. David und die anderen allen, das war meine Geschichte für euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bis in 2 Tagen zum Kongress oder zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es richtig ist, dass wir uns sehen und begegnen. Alles, alles Liebe und auf Wiedersehen.